wie machtvoll dieses drittverandernde, verändernde, enteignende, ersetzen machende, alienierende das Rhizom eigentlich ist, das verhindert, dass man diese Freude, dieses Jubilieren, dieses Genießen aus der eigenen Dyade zu ziehen vermöchte, sondern nur über die Objektschleife zu ziehen vermag, mit den aufgrund der Schmerzbestrafung und Angsthetze und der Lustbelobigung, dem Jubilieren, der Freude, dem Genießen, sodass also auch die drittverandernden metaphorischen in der gleichen Angst-, Zwangszugshetze stecken. Schnell nochmal das masochistische Universalprojekt zu verwirken, zu verwirklichen und diesen Körper da in Gebrauch nehmen zu lassen, damit sich daraus Fortsetzungsreihen ergeben. Schnell nochmal, bevor der Grenzbalken herabgesenkt wird. Man sieht es auch daran, wie leicht mit ein bisschen Mythos und Angstpanik ganze Völkerscharen in Schreckstarre versetzt werden können in Zeiten der Cholera und von De Corona Merone, wobei letzteres mit der Cholera nicht das Geringste zu tun hat.